Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Im letzten Part haben wir uns dem Finale der Hauptgeschichte gewidmet und ich hoffe, ihr habt euch alle emotional wieder gefangen, denn heute würde ich ganz gerne mit der Afterstory beginnen. Da freue ich mich sehr drauf, die hat nämlich noch ziemlich viel zu bieten tatsächlich. Zum einen haben wir noch einige storyrelevante Missionen. Wir haben die fünfte und letzte Bonus-Episode, die wir noch freischalten können. Und ganz, ganz, ganz viele optionale Dungeons. Und ich habe mir eine Liste gemacht, in welcher Reihenfolge ich was ganz gerne abhandeln möchte. Damit wir auch hoffentlich keinen Dungeon vergessen. Außer die ganz, ganz schlimmen Dungeons, die ich vielleicht lieber vergessen möchte. Aber prinzipiell habe ich eigentlich eine schöne Reihenfolge gefunden, dass wir vielleicht die eher entspannteren Missionen mit den storyrelevanten bzw. interessanten Dungeons so ein bisschen kombinieren und abwechseln können. Also ich denke, das wird eigentlich ziemlich cool werden. Wir werden da auf jeden Fall einiges an Zeit reinstecken. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr auch zur Afterstory eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr werdet da auf jeden Fall auch noch genauso viel Spaß dran haben wie ich und genauso viel Spaß wie während der Hauptgeschichte. Und ja, im letzten Part, das war ja wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, da sind wir ganz am Ende zurück in diese Welt gekommen, sprich Team Eclair ist wieder vereint. Und jetzt können wir mal schauen, wie unser Leben in der Gilde und allgemein so weitergeht. Durch das heldenhafte Handeln von Svenja und Jan wurde die Zerstörung der Zeit verhindert. Frieden kehrte zurück in die Welt der Pokémon. Natürlich stellte sich die Normalität nicht von heute auf morgen ein. An manchen Orten war die Zeit immer noch außer Kontrolle. Aber überall besserte sich die Situation. Svenja und Jan kehrten zur Knuddelhof-Gilde zurück und fielen zurück in ihre tägliche Routine des knallharten Trainings. Eines Morgens, einige Monate später, was? Abschlussprüfung? So ist es. Die Abschlussprüfung der Gilde. Wenn ihr die Abschlussprüfung besteht, könnt ihr die Gilde verlassen. Ihr seid dann auch das strenge tägliche Trainingsprogramm los. Selbstverständlich hängt alles davon ab, ob ihr die Abschlussprüfung besteht. Hey, hey, Plauderguy. Hey, hey, wir sind schon viel länger dabei als diese beiden. Hey, hey, warum dürfen Svenja und Jan die Prüfung vor uns ablegen? Sie haben sich oft genug als würdig erwiesen. Und immerhin haben Svenja und Jan die Welt gerettet. Sie haben sich selbstverständlich das Recht erworben, geprüft zu werden. Und so läuft das. Wir werden euch bald die Prüfung abnehmen. Ich erwarte, dass ihr vorbereitet seid. Krakelo hat letztes Jahr die Abschlussprüfung gemacht. Und ist glatt durchgefallen. Hey, hey. Lasst mich in Ruhe. Also, was müssen wir für diese Abschlussprüfung tun? Ich möchte, dass ihr in die Tiefen eines Gehölzes namens Verwirrwald geht. Ihr solltet dort auch einen Ort vorfinden, der Glitzerquelle genannt wird. Glitzerquelle? Ja, dort gingen einst die Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts entwickeln. Wir möchten, dass ihr zur Glitzerquelle reist und mit ihrem Schatz zurückkehrt. Wenn ihr diesen Schatz zur Gilde zurückbringen könnt, habt ihr die Prüfung bestanden. Ihr werdet dann als voll ausgebildetes Erkundungsteam anerkannt. Und ihr geht mit vollen Ehren von dieser Gilde ab. Okay, wir müssen den Schatz zurückbringen. Das machen wir, Svenja. Aber passt auf diese eine Sache auf. Es gibt dort einen fürchterlich starken Gegner. Der Großmeister allen Übels lebt dort. Der Großmeister allen Übels? Genau. Der Großmeister ist schrecklich durchtrieben. Seine Gegenwart ist so entsetzlich, dass niemand sie wirklich erleben möchte. So, dann mal viel Glück. Was? Wie? Das reicht für die morgendliche Unterweisung. Alles klar, Leute. Gehen wir an die Arbeit. Hurra! Wie sich jeder freut, außer wir beide.
Was machen wir bloß, Svenja? Der Großmeister allen Übels? Hey, Krakelo. Krakelo, du hast doch letztes Jahr die Prüfung gemacht, oder nicht? Es gibt da etwas, das wir gern wissen würden. Kannst du uns erzählen, was der Großmeister allen Übels für ein Typ ist? Tut mir leid, aber dazu darf ich nichts sagen. Das ist die Gildenregel. Ich darf nicht darüber sprechen. Aber ich kann euch Folgendes sagen. Euch erwartet eine schauderhafte, schreckliche Zeit. Was ich alles mitgemacht habe. Sogar jetzt, wenn die Erinnerung mich einholt. Ah! Krakelo hat uns nichts Nützliches erzählt. Wir bereiten uns am besten allein auf die Prüfung vor. Gehen wir nach Schattstadt und machen uns bereit. Klingt gut. Die ganze Sache klingt auch so ein bisschen seltsam, so wie alle Leute darauf reagieren. Aber nun gut, zur Prüfung selbst später mehr. Die Glitzerquelle, die kennt man eventuell aus Mystery Dungeon 1. Das war, hieß sie da auch so? Ich meine schon. Das war eben der Ort, wo man sich entwickeln konnte. Und da wartet man ja irgendwie das ganze Spiel drauf. Ich meine, klar, dass man sich im Rahmen der Hauptgeschichte nicht entwickeln kann, kann ich schon verstehen, dass man wirklich die Bindung eben zu speziell diesen beiden Pokémon dann aufbaut. Und es wäre vielleicht auch ein bisschen OP, ich weiß es nicht. Deswegen, ich habe mich damals sehr gefreut, After Story, okay, Glitzerquelle wird erwähnt. Allerdings kann ich jetzt schon mal sagen, wir entwickeln uns hier noch später als in PMD1. Da konnte man sich ja direkt im Rahmen der After Story entwickeln. Hier können wir uns leider erst nach der Afterstory entwickeln. Wir werden das auf jeden Fall noch sehen. Hoffentlich, wenn ich einen Donnerstein irgendwann mal finde. Aber ja, es wird auf jeden Fall noch ziemlich lange dauern. Deswegen gewöhnt euch an die beiden. Die werden wir noch eine ganze Weile in dieser Gestalt zu Gesicht bekommen. Au, oh, Jan und Svenja. Hi. Hey, Teddy, Ursa und Ursaring. Was steht an? Geht ihr zwei irgendwo hin? Jawohl, wir sind gerade auf dem Weg zum Verwirrwald. Was? Der Verwirrwald? Ist es da nicht gefährlich? Habt ihr nicht gehört? Der Großmeister allen Übels soll sich dort aufhalten. Der Großmeister allen Übels? Von so etwas habe ich noch nie gehört. Und ihr glaubt nicht, dass ihr euch irrt? Wir gehen häufig im Verwirrwald spielen. Wir haben noch nie von einem Großmeister gehört, geschweige denn ihn gesehen. Ihr müsst irgendwelchen Gerüchten erlegen sein oder so. Gehen wir. Tschüss! Irgendetwas stimmt nicht. Das klingt überhaupt nicht wie das, was Knuddeluff gesagt hat. Nicht, dass wir irgendetwas ändern könnten. Machen wir uns fertig, um uns dann zum Verwirrwald zu begeben. Ja, wie gesagt, es wirkt alles so ein kleines bisschen verwirrend, passend zum Dungeon. Da können wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen, wenn wir dann dort sind. Ha, es ist einfach so schön, wieder in Schattstadt unterwegs zu sein. Ich meine, die Geschehnisse aus dem letzten Part oder generell aus den letzten Parts, ich meine, seit wir der Salzwasserhöhle waren, kamen wir ja nicht mehr wirklich zur Ruhe. Das steckt irgendwie noch in einem drin. Und ich meine, es wird natürlich auch hier und dort erwähnt, ihr habt die Welt gerettet, alles ist wieder gut. Aber es ist trotzdem Vergangenheit. Und deswegen müssen wir natürlich auch nach vorne schauen. Das Leben geht weiter, wir müssen weiterhin unsere Aufgaben als Erkundungsteam irgendwie vollbringen. Aber es ist einfach super schön, nach dem ganzen Stress, den wir hatten, entspannt durch Schattstadt laufen zu können. Und ja, wieder einzukaufen, zu lagern und dies und das ist einfach ein sehr schönes und positives Gefühl, finde ich persönlich. Da unser Lager aber, glaube ich, ziemlich voll ist und ich da so ein bisschen hin und her schieben muss und verkaufen muss, würde ich sagen, ich mache einen ganz kurzen Schnitt und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich habe, glaube ich, nur einmal die Blickrichtung geändert. Ich habe einige Sachen verkauft und mein Lager dementsprechend ein bisschen leer gemacht. Habe auch wieder ein bisschen was mitgenommen. Dementsprechend sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. Bei der Bank war ich auch noch mal kurz, glaube ich. Nee, war ich noch nicht. Ich dachte. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, ehrlich gesagt. Deswegen hatte ich das jetzt gar nicht mehr ganz so auf dem Schirm, aber gut. Dann haben wir jetzt zumindest das Geld gelagert. Und ich würde sagen, wir brechen auch direkt zum Verwirrwald auf. Ich weiß gar nicht, ob ich noch andere Sachen machen könnte, gegebenenfalls ja. Aber ich würde sagen, wenn die Prüfung schon ansteht, dann machen wir die auch direkt. Finde ich eigentlich ganz schön,
dass wir uns selbst aussuchen können, wenn wir dorthin wollen und nicht quasi gezwungen werden, ihr müsst jetzt die Prüfung machen, ihr dürft nichts anderes mehr machen. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man wirklich sagen kann, okay, wir machen die jetzt und nicht wann anders. Finde ich eigentlich immer sehr praktisch, dass man sich quasi selbst aussuchen kann, wann die Story weitergeht. Zum Verwirrwald, jawohl. Dies ist der Eingang zum Verwirrwald. Ich weiß nicht, was wir drinnen zu Gesicht bekommen werden. Aber das ist unsere Mission. In den tiefsten Tiefen des Waldes vordringen und den Schatz zurückbringen. Das ist unsere Abschlussprüfung. Lass uns die Prüfung bestehen und somit die Gilde mit dem Abschluss in der Tasche verlassen. Lass es uns nicht verpatzen, Svenja. Ich gebe mir alle Mühe. Kommt halt nur drauf an, wie nett die Pokémon zu mir sind. Aber ich mag den Verwirrwald sehr gerne. Ich finde, er sieht unglaublich schick aus. Prinzipiell so ein bisschen düster gehalten mit dem, ja, bräunlich, schon fast so leicht rötlich angehauchten Boden. Die ganzen Pflanzen sind ja auch ein bisschen dunkler. Aber ich finde es trotzdem sehr schön, weil du überall diese kleinen Pflänzchen hier noch siehst und die Ranken. Also gefällt mir optisch sehr, sehr gut, musikalisch sowieso. Also ich bin ein großer Fan des Verwirrwalds. Das einzige Problem ist, wie ihr schon seht, die Gänge sind ein bisschen verworren, passend zum Namen. Aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich meine, wir haben die Alge aufgehalten, dann werden wir ja wohl das auch irgendwie schaffen. Hallo Matschfalle. Na? Oh, Teddy Ursa. Nicht der, den wir in Schatzstadt getroffen haben, vermutlich. Aber gut. Habe ich alle Attacken eingeschaltet? Vermutlich nicht. Dann machen wir das mal so und greifen an. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wie stark die Pokémon hier sind, aber ich denke, wir sollten vom Level her auf jeden Fall ganz gut klarkommen. Ah, das ist alles ausgerüstet. Perfekt. Gut. Kraftreserve. Ja, warum nicht? Oh, die habe ich irgendwie im ersten Moment nicht gesehen. Hallo Bidiza, das ist irgendwie auch etwas seltsam. Ich weiß auch nicht. Ja, dann so oft Bidiza zu treffen. Aber das ist ja auch das Positive an PMD. Du verbindest einfach mit diesem Pokémon was. Wenn ich in irgendeinem Spiel beispielsweise ein Knuddeluff sehe, dann denke ich sofort an den Gildenmeister. Weil du einfach schon einen gewissen Charakter mit diesem Pokémon verbindest. Und das finde ich einfach sehr schön, wie dieses Spiel den Pokémon, positiv oder negativ, einfach Leben einhaucht. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil so Pokémon, ja, wie Zwirfins, dann immer so ein bisschen negativ behaftet sind. Aber ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, was sehr Tolles, dass PMD einfach, wie gesagt, den Pokémon so viel Tiefe verleiht. Das kann nicht jedes Spiel von sich behaupten, dass es einen so prägt. Schau mich hier nochmal so ein kleines bisschen um. Ich will nicht immer sofort auf die Treppe. Weil ich glaube, so ein bisschen Training kann nicht schaden. No, aber die Pokémon sind ganz gut zu besiegen. Was ich ganz interessant finde, dass die Pokémon hier echt keine Erfahrungspunkte geben. Das zum einen, die sind wahrscheinlich nicht sonderlich stark. Zum anderen, wir hatten ja in den letzten Parts wirklich ziemlich viel Action. Wir sind zurückgekommen in unsere Zeit. Wir waren im Schemengehölz, in der Salzwasserhöhle, haben das verborgene Land gesucht. Dann waren wir im verborgenen Land selbst, beim Zeitturm. Hatten die ein oder andere herzzerreißende Szene, den ein oder anderen dramatischen Kampf, also doch ziemlich viel Action. Und ich finde immer, dieser Sprung zwischen Story-Finale und After-Story, das ist nicht immer so leicht. Oh, hallo, schöne Kombination, Wumpel und Libeldra. Okay, weil ich meine, bei der After-Story, klar, da gibt es auch noch ein paar spannende Sachen, habe ich ja gesagt. Also es gibt schon eine Story und die bezieht sich teilweise auch auf die Hauptgeschichte. Also da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was erleben. Es gibt natürlich die letzte, doch natürlich, die letzte Bonus-Episode. Da freue ich mich sehr drauf, das ist meine Lieblings-Bonus-Episode, die ist super, super episch. Weiß aber nicht genau, wann wir die freischalten. Vielleicht nach der Abschlussprüfung. Und dann gibt es natürlich auch viele optionale Dungeons, die man machen kann. Manche sind ein bisschen netter, manche sind ziemlich fies, Stichwort Nullinsel. Ob ich die machen möchte, muss ich mir auch dreimal überlegen. Aber es ist auf jeden Fall für jeden was dabei und es gibt genug zu tun. Trotzdem willst du ja wahrscheinlich nicht direkt mit ganz viel Action starten. Also normalerweise beginnt die Afterstory ja ein bisschen ruhiger, dass du zwar schon was zu tun hast, aber dass auch die Routine eben wieder einkehrt. Und dieser Sprung, den finde ich ehrlich gesagt gar nicht so leicht zwischen total epischer Hauptgeschichte und dann eben der erstmal entspannteren Afterstory.
Das ist so ein Spagat irgendwie, das zu schaffen. Und vor allen Dingen, du willst ja schon, dass die Afterstory nicht ein Highlight nach dem anderen ist. Das weiß ich nicht. Ist ja auch in der Hauptgeschichte nicht so. Da gibt es immer mal wieder ruhigere Phasen. Ohne Reinsamen. Und ich denke einfach, die Afterstory sollte schon nicht so stark starten, wie das Finale aufhört. Also das wäre einfach, ich weiß nicht, es wäre seltsam. Kann ja nicht einfach ein Highlight das nächste jagen. Deswegen klar, es ist so ein bisschen ruhiger, aber es dann nicht zu langweilig zu machen und den Kontrast zwischen dem Finale und der Afterstory nicht zu extrem zu machen, das ist schwierig. Und ich finde, das haben sie hier einfach super gut geschafft. Oh, danke Jan. Du kannst mir bitte mal mit dem Libeldra helfen, weil ich bin ein bisschen aufgeschmissen gerade. Und ich habe ja auch keinen Donnerblitz mehr. Na, kann ich? Danke. Also ich finde es eigentlich ganz schön, generell diese kleinen Einblendungen, die sie immer machen, wo so ein paar Texte kommen, von wegen, wir haben die Welt gerettet und Normalität kehrt wieder ein. Das sind dann eigentlich schöne Dialoge, aber es sind einfach so, ihr wisst ja, der Screen ist dann so ein bisschen schwarz und dann sind da eben diese weißen Texte drauf. Aber ich weiß nicht, das finde ich eigentlich sehr schön gemacht, dass du sofort erfährst, was los ist, ohne dass du stundenlang die Gespräche anhören musst. Dass wirklich kurz gesagt wird, okay, das Leben kehrt langsam zur Normalität zurück, die Zeit beruhigt sich langsam und dann geht es direkt weiter. Finde ich eigentlich eine schöne Lösung mit diesem Übergangsbildschirm, ich weiß nicht, wie ich sie am besten nennen soll. Und dass wir dann eben direkt in der Abschlussprüfung landen. Es ist schon so ein Highlight irgendwie, aber es ist eben nicht so extrem dramatisch, gerade weil ich mir eben aussuchen kann, weil ich die Prüfung machen will. Also das finde ich schon auf jeden Fall einen schönen Einstieg für die Afterstory. Das auf jeden Fall. Nidoran hebt Explosion auf. Solange du gleich nicht explodierst, ist alles gut. Also wie gesagt, gefällt mir eigentlich ganz gut. Klar, also wir haben natürlich noch einige Highlights im Rahmen der Afterstory, aber eben auch nicht nur. Und die Abschlussprüfung bietet sich auf jeden Fall ziemlich gut an, finde ich persönlich. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun mit der Prüfung. Und ich muss sagen, damals, ich wollte gar nicht, oder sind noch Items, ich wollte gar nicht zwingend die Gilde verlassen. Hi. Die Sache stinkt. Weil es ist so schön, mit all den anderen eigentlich da zusammen zu trainieren, dass mich das schon so ein bisschen traurig gestimmt hat, dieser Gedanke, die Gilde jetzt zu verlassen. Aber andererseits, wir stehen dann auf eigenen Beinen. Wir können vielleicht immer ein bisschen länger schlafen und werden nicht mehr so mies geweckt. Und vielleicht können wir auch die ganze Belohnung behalten, prinzipiell. Es ist natürlich schon ein ziemlich episches Ziel, das zu schaffen. Das, was ich so interessant finde an dieser Prüfung, es war so ein typischer Knuddeluff-Moment. Von wegen, da ist ein Monster im Wald und es wird dich ja auffressen gefühlt und alles ist so schlimm und es wird so schwer und keine Ahnung was. Und dann im nächsten Satz direkt, viel Glück! Es ist so typisch Knuddeluff gewesen. Einem total viel Angst machen und was total Ernstes anschneiden und dann wieder total positiv sein. Das, ja, kann man finden, wie man möchte. Ich finde es eigentlich wahnsinnig unterhaltsam. Aber es ist schon seltsam. Also Knuddeluff hat uns ja quasi gewarnt. Krakelo klang auch nicht sonderlich begeistert. Aber Teddy Ursa und Ursaring wissen da gar nichts von. Deswegen entweder hatten die unglaublich viel Glück, dass denen nichts passiert ist. Oder Knuddeluff hat gelogen, einfach um uns Angst zu machen. Oder die waren einfach nicht an den gleichen Orten wie wir. Das weiß man nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich meine, einfach nur den Wald zu durchqueren, hallo Kecleon, das wäre ja auch zu einfach. Da muss natürlich noch ein bisschen mehr hinterstecken. Aber das werden wir dann im nächsten Part herausfinden, weil ich glaube, der Verwirrwald hat 14 Ebenen, eventuell. Von daher gesehen werde ich jetzt auch gleich eine Pause machen. Dann machen wir im nächsten Part die anderen Ebenen und stellen uns vielleicht eventuell dem Großmeister allen Übels. Mal gucken. Irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Sie werden ihn ja wohl nicht erwähnen, damit er dann gar nicht existiert. Das wäre arg seltsam. Warum greife ich eigentlich an? Ich treffe doch sowieso nicht. Ah, das war fast richtig hier lang. Gut. Ah, wir haben volle KP, aber so ein Top-Elixier wäre jetzt nochmal echt nett. Ich habe so viele Reinsamen, ich könnte wahrscheinlich bis zum Ende des Dungeons einfach immer direkt zur Treppe, aber das wäre ja zu langweilig. Abgesehen davon kann ein bisschen Training nie schaden. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel.
und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute!